kommst du aus meinem Haus. Keine Gnade, du verschwindest jetzt. Werde endlich Tomaten lieben lernen. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und heute geht's mal in etwas anderes Video, weil heute geht's mal nicht um Essen. Naja, eigentlich schon, es geht um Tomaten. Alter. Leider. Viele wissen ja gar nicht, warum ich Tomaten eigentlich gar nicht mag. Leute, Tomaten sind richtig scheiße. Und wenn du mir was anderes erzählen willst, dann lügst du. Als Kind schon Tomaten gehasst. Ich bin jetzt auch nicht so einer, dass ich der sagt, nein, was ich nicht mag, das probiere ich auch nicht. Nein, ich habe wirklich Tomaten probiert und es war richtig scheiße. Tomaten sind einfach zum Kotzen. Ich meine, wenn man da reinbeißt, dann dieses eklige Glibber, das in deinem Mund da reinklatscht und dann dieser Geschmack und diese Curd. Oh, ich hasse Tomaten so doll, ne? Und deswegen habe ich mir eine kleine Sache überlegt. Und zwar dachte ich mir, hier zum Beispiel so Formate, die derzeit ziemlich beliebt sind, bei Mois zum Beispiel, dieses mit Bella, der kriegt irgendwie eine Bestrafung. Ich dachte, ihr macht es heute so, ich mache ein Video, also beziehungsweise ihr könnt mir Videos zuschicken, über die ich dann eventuell lache. Und falls ich dann wirklich lache, dann muss ich eine Tomate essen. Weil für mich ist das wird das Schlimmste, was überhaupt geht. Wenn ihr Bock habt und nicht zu faul seid, dann holt euch doch vielleicht irgendwas vom Supermarkt oder sowas, was ihr auch nicht wirklich lecker findet und isst es jedes Mal, falls ihr in diesem Video einmal lachen müsst. Also beziehungsweise bei den Clips. Weil ich meine, man muss ja auch so lachen, weil ich und lustig und so. Oh, Alter. Oh, naja, fangen wir einmal mit dem Video mal an. Ach, Moment mal, wir müssen ja irgendwoher Tomaten besorgen. Scheiße. Wo könnte ich jetzt Tomaten finden? Aha, ihr wisst ja auch wo. Im Müll. Ich meine, wo denn sonst? Oh Gott, jetzt muss ich diesen Müll hier greifen. Oh, komm, was soll's. Die Prank Bros? Jo, was geht ab? Ach, die kann drin bleiben. Nächster Versuch. Ah, ich spüre was. Oh, was ist das? Jetzt. Oh Gott, das sind so Tomaten. Oder wenn ihr wirklich zu faul seid, dann macht es einfach so, falls ihr mit den Clips lachen müsst, dann kneift euch einmal, gebt euch eine Backpfeife oder irgend sowas. Mir geht es ja heute nicht darum, dass ihr mit der Erwartungshaltung reingeht, dass ihr sagt, ey, ich will jetzt unbedingt mega lachen. Mir geht es so, ich werde jetzt in dieses Video reingehen, mir diese Clips angucken und einfach mal abchecken, werde ich da wirklich lachen. Ich probiere natürlich auch stark zu bleiben, aber ich möchte jetzt in die Erwartungshaltung reingehen. Oh, ich werde jetzt mich totlachen. Sondern ich gucke einfach, was passiert. In Anführungszeichen, wir checken mal die Videos ab und gucken einfach, sind die lustig oder sind die nicht lustig? In meiner Community-Funktion, vielleicht wisst ihr das ja nicht, dass es sowas gibt, aber es gibt eine Community-Funktion, wo man Sachen posten kann. Da habe ich halt geschrieben, habt ihr lustige Videos, die mich zum Lachen bringen können, postet in diesen Beitrag. Dann bringt das Schwein mal zum Grunzen. Ein bisschen rassistisch. Die Axt. Who the hell would want to smell like Africa? Aua, Digga. Das erinnert mich gerade an eine Story bei mir, Leute. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe einen schwarzen Kollegen und ich war letztens im Fitnessstudio. Dann kommt der Kollege zu mir und wir kennen uns halt seit 10 Jahren schon. Da habe ich so, hey, was geht? Alles cool. Und das Ding ist, er war mit einem anderen Kollegen da, aber ich habe den anderen Kollegen noch nicht gesehen. Ich dachte aber, es ist auch ein guter Kollege von mir, weil wirklich der so die exakt selbe Stimme wie er hatte. Da meine ich so, hey, du bist doch mit dem anderen schwarzen Kollegen da. Also mein Kollege war schwarz. Er so, nee, das ist ein anderer. Und ich habe dann gesagt, der hört sich voll schwarz an. Aber einfach nur so, gar nicht so rassistisch gemeint. Und neben mir waren 2 Schwarze. Und die haben mich die ganze Zeit im Fitnessstudio so böse angeguckt. What's it like to be a Junge. Wenn du da nicht lachst, hast du meinen vollen Respekt. Okay, Marvin. Anderer Prankboss-Typ, den Namen ich jetzt gerade nicht kenne. Ah, Calvin. Wir schaffen das, oder? Ich werde jetzt Calvins Dorf angreifen. Let's go, Jungs. After you take away the bread, cheese, lettuce, tomatoes and mayonnaise, what have you got? A fax machine. Really, nigga? Ab Minute 3 richtig Lachflash. Ich öffne es und was werden wir bekommen? Walkout! Was wird es? Es wird ein Tod, oh mein Gott! Deutschland! MS Max Kruse, Alter! Ja, Alter! Mein erster Bundesliga-Tod! Nice, Alter! Also ich kann es nicht fassen. Max! Wisst ihr, warum ich gerade lachen musste? Ich weiß, es war brutal unlustig, ne? Es war nicht lustig. Guck mal, er zieht ein Tod, er zieht irgendwie diese Fieberscheiße da. Er zieht was richtig Heftiges und dann... Ich kann es nicht fassen. Ich habe die Hungernot besiegt und habe den Krebs besiegt. Bin mit einer wunderschönen Frau zusammen und, naja, in nächster Zeit erwarten wir 3 Kinder. Ich kann es nicht fassen. Ah. Der Club rechnet heute mit 800 Gästen. Ärger ist vorprogrammiert. Was? Ich will hier rein, du hast verstanden? Was ist denn du? Lass mich verarschen oder was? Lass uns mal reden unter Männern, ne? Was unter Männern? Komm mal her, lass uns mal reden unter Männern.
Wer, ich? Ja, was ist wirklich deine Mutter? Natürlich fickst du deine Mutter. Was willst du denn? Pass auf, schon? Pass mal auf, meine Mutter ist wie Säuel, ja? Zweitens, du kannst mich nicht ficken, ich bin ein Hetero. Was kannst du denn? Ja, dann fick ich dich. Du hast ja schon mal Stress gemacht. Ich hab noch nie in meinem Leben Stress gemacht. Ich hab noch nie in meinem Leben Stress gemacht. Du Hurensohn, was hast du denn? Was hast du denn? Wie? Genau. Oh shit. A ghost. Oh nein. Oh shit. A ghost. You're a motherfucking ghost. Schon, du bist ein Geist. Du reagierst einfach so. Ich bin ein Geist. Okay. Ich spiel deine Seele. Nein. Ja gut, schau dir mal. Und wie läuft's mit deiner Frau? Furchtbar, sage ich dir. Seitdem ich halt ein Geist bin, bin ich irgendwie unsichtbar für meine Frau. Nein, nein, nein. Ich kenne den Griff. Nee. Weißt du, der Bus ist da, ich muss laufen. Boah, Digga, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, ne, ich hab mich kaputt. Ich hab mich gestorben. Nein, 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 ich kenn das schon. Ich muss raus. Oh Mann, oh Mann, der hat mir so leid getan, der arme Junge. Ich muss raus. Guck dir mal das an, ist voll geil. Moin, Servus, Moin. Hier ist mein Instagram-Video. Perfekt. Jägermeister! Bist du deine Mutter? Ich hab so einen großen Jara. Okay. Michi! Michi! Er ist nicht kaputt. Und die türkische Welle, wir ficken die Rap-Szene. Ben Hose, komm aus Esslingen und rap für Türkei. Ich rap für Türkei. Als ob er so für die ganze Nation rappen würde. Was für ein Ehrenmann! Bruder! Ach geil, ich liebe einfach Rektor. Tribüdi. Budi, budi. Jupp. Das war todlustig. Alter, Jungs. Was sagt ihr dazu? Leute, ich werde jetzt Calvin pranken. Digga, zum 500. Mal oder was? Leute, Calvin ist gerade am Baden. Schokoblatt! Ein Practice. So high, so high, steck meinen Schein in den Oval ein. So high, so high, Augen zu, ich kann in Tokio sein. Sie will. Oh Gott, war das schlecht. Wenn du nicht lachst, bist du kein Mensch. Also eigentlich bin ich schon ein Mensch. Ein dicker Mensch. Oh nein, 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 nein. Ah, was? Was ist das für ein Motherfucker? Wenn du hier lachst, bist du kein Mensch. Was ist denn das für eine Scheiße, Mann? Wer lacht denn da drüber? Hier, ein Schluck, Alter. Wenn du nicht lachst, hast du keine Seele. Ja gut, dann habe ich halt keine Seele. Ey, warum lache ich fast über sowas, Alter? Das erinnere ich gerade so an mich selber, ne? Ich liege auch teilweise manchmal im Bett und so. And I... Aha! Alter! Alter! Keine Gnade. Bratan, Gucci, Gucci, hier, Gucci, alles Gucci, Bratan, Belly Lip, Bra, siehst du hier, Gucci, 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 Bratan, Gucci, Belly Lip. Endlich eine gute Kondomwerbung. Ja. Aussehen oder Charakter? Natürlich Aussehen. Denkst du, der Charakter lutscht meinen Schwanz oder was? Oh mein Gott, kam das aus dem Nichts. Alter Schwede. Oh nein, oh Gott. Bitte steh auf Parallel. Was ja auf welche Diamanten? Ihr seid doch neun, Alter. Ja, tragen Roller, oh Gott, nein. Alter, ich bin keine Schamme.
Ich hab dich nicht mehr so Was ist denn mit euch? Ich hab gerade richtig schlimm geträumt. Ich hab geträumt einfach, ich hab Schweinefleisch gegessen. Das war so eklig. Sicher, dass hier ein Behindertenparkplatz ist? Bisschen parken, wie ist das? Ich bitte um Entschuldigung. Bisschen Fortnite, wie ist das? Das ist hier ein Behindertenparkplatz. Bisschen parken. Ich muss ja sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von euren Clips, Alter. Wenn ihr bessere Clips habt oder wenn ihr nur erst recht sagst, Digga, ich hole dir bessere Clips, ich bring dich, dickes Schwein, zum Grunzen, dann schick mir doch einfach deinen Link von Instagram, YouTube, wie auch immer, von dem Clip halt, der mich zum Lachen bringen soll und hoffentlich auch nicht zu lang ist, das wäre auch gut, einfach an die E-Mail, die hier eingeblendet ist, beziehungsweise in der Beschreibung verlinkt ist. Naja, mal gucken, vielleicht kommt noch eine Episode, wo es ein bisschen lustiger ist, weil ich glaube, dieses Format könnte ziemlich cool sein mit Tomaten essen, weil ich Tomaten ja wirklich ernsthaft, wirklich echt hasse. Aber, Digga, die Clips heute waren teilweise lustig, aber ich muss dann auch sagen, echt, Digga, mich aber auch nicht zum super Grunzen gebracht. Deswegen sehen wir uns vielleicht in Teil 2 wieder. Oder auch beim nächsten Video. Lasst ein Like auf dem Video, wenn du Bock hast. Und schreib mir gerne in die Kommentare, wie es bei dir war. Musst du lachen, musst du nicht lachen. Das war's jetzt in dem Video, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Mein Schwanz.